Und jetzt zu einer besonders aufregenden jungen Pianistin, meine Damen und Herren, Olga Scheps. 2010 hat sie den Echo gewonnen als beste Nachwuchskünstlerin. Und die Rezensenten, die verweisen immer wieder darauf, dass besonders die Klarheit ihres Spiels hervorsticht. Ihre Eltern, beide Musiker, beide Pianisten, das ist ein bisschen wie bei mir zu Hause. Und so ist irgendwie klar, dass auch Olga Scheps Pianistin geworden ist. Das Klavier. Also rein technisch gesehen ist es eigentlich ein Schlaginstrument. Und ich sehe das als eine meiner wichtigsten Herausforderungen und auch etwas, was von Herzen her kommen soll, dass das Instrument singt. Es ist für mich eine Möglichkeit zu singen und zu erzählen. Meine Eltern sind Pianisten. Ich habe als Kind, sofern ich mich erinnere, immer im Flügel irgendwo auch in der Wohnung gehabt. Und ich bin damit aufgewachsen. Ich habe das gelernt, wie ich Laufen und Sprechen gelernt habe. Und irgendwann im Alter der Pubertät hat sich dann die Frage gestellt, ob ich es beruflich mache oder nicht. Und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, das zu entscheiden. Wir haben sie getroffen in der Meistersingerhalle in Nürnberg. Da hat sie das legendäre Tschaikowski-Klavierkonzert gespielt. Und ich kann Ihnen nur sagen, genießen Sie es. Das erste Thema, es geht los mit diesem Feierlichen und es ist immer zwischendurch da und endet auch damit. Das ist ein absolutes Fest. Und ich kann mir kaum eine feierlichere, leuchtendere Musik vorstellen als das. Es gibt zwischendurch einige lyrische Motive, die, wenn sie wirklich ehrlich gespielt sind, den Zuhörern und auch den Interpreten unter Umständen eine Träne aus den Augen rausdrücken. Und da gibt es viele Momente. Welchen soll ich denn jetzt einspielen? Und dann übernimmt das Orchester und dann geht es dann doch irgendwo ins Positive, dann geht wieder ein Licht auf. Und es ist ständig irgendwas Neues, was da passiert. Das erste Klavierkonzert von Tschaikowski ist ein absoluter Klassiker. Ich denke, dass die meisten Pianisten das schon gespielt haben. Und für mich ist das berechtigt, weil das ist in erster Linie wunderschöne Musik. Und auf der anderen Seite ist das eine sehr große Herausforderung auch für einen Pianisten, weil es technisch sehr viele Hürden
bietet aber, ich habe das Gefühl, ich kann mich total austoben auf der Bühne, wenn ich das spiele. Die Herausforderung ist, den Notentext zu verstehen und alles zu sehen, was da drin steht, und trotzdem den eigenen Zugang dazu zu finden, um sich da reinzuleben. Das ist für mich die Hauptaufgabe des Übens, nachdem ich den Notentext gelernt habe. Ich denke, dass die Emotionen, die die Komponisten in ihren Stücken verarbeitet haben, teilweise die gleichen Emotionen sind, die wir haben. Die wurden nur durch andere Dinge ausgelöst.